Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge God of War. So, heute werden wir mal ein bisschen Nebenquest machen. Und zwar würde ich gerne die Quest machen Familienangelegenheiten. Und das ist hier oben. Und ich glaube, dass wir hier unten durch müssen, durch diesen Kanal hier. Da werden wir doch jetzt gleich mal schauen, ob wir dorthin kommen. Und ja, bin gespannt, was uns denn Von Rom Nil dort in seinem eigenen erwartet. Wo Schädel sind wir denn schlug. jetzt hier? Wir müssen nach links rüber. Länger. Thor ist so verwundert über die Steinsplitter, dass er nicht bemerkt, wie Rungnirs Körper mit einem knirschenden Geräusch auf ihn fällt. Und wieder hallt schallendes Gelächter durch die Halle des Palastes. Die Geschichte ist ja furchtbar, Mimir. Ganz anders als die von meiner Mutter. Lass dir das eine Lehre sein. Die Wahrheit ist selten so hübsch wie Mythen. Und hier hinten waren wir ja schon. Aber da waren wir nur auf der linken Seite, auf der Insel dort drüben. Da müssten wir eigentlich alles schon erledigt haben. Ich sehe jetzt auch gerade nichts auf Anhieb. So, dann schauen wir mal in den Kanal rein. Das ist, glaube ich, die Nebenquest von dem Zwerg dort. Sindri. Schauen wir mal, ob wir die erledigen können. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Hier können wir anlegen. Und da ist ein Tor. Okay. Schauen wir mal, ob wir das aufmachen können. Okay. Ich schaue mal so ein bisschen rum, ob ich die komischen Raben dort finde. Ich sehe gar nichts. Jetzt. Okay, hier können wir anlegen. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare. Hat er jetzt schon offscreen zwei oder drei Nebenquests gemacht? Hier gibt es Energie, die brauchen wir nicht. Wir sind eh fast voll. Okay. Mal wieder ein Raben. Und ein Portal haben wir auch entdeckt. Ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte, aber bitte, den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal, ja, ein wenig. Aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein. Das will ich hoffen. Das will ich nicht. Kein Messer in den Rücken rammst. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch. Okay, dann schauen wir doch mal. Okay, so geht's natürlich auch. Super, geht das hier vor,
ganz gut, würde ich sagen. Okay, hier haben wir noch eine Kiste. Dann müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Auch schon wieder so viele Raben rum. Vielleicht ist es wieder irgendein versteckter. Ah, das. Okay. Ah, jetzt geht das Tor auf. Alles klar. Kiste looten. Alles klar, schön. War hier glaube ich nichts mehr. Ich sehe zumindest nichts mehr. Oh. Jetzt, wenn wir hier durchkommen, ohne dass wir verrecken. Da hinten. Ah, da waren wir gerade. Okay, die Kiste haben wir uns geholt. Okay. Hier glaube ich geht's hoch, oder? Oder schauen wir hier mal hoch. Silber. Ah, das ist eine Schatzsuche. Unlöschbarer Brand, legendär. Unlöschbares Feuer aus den Tiefen Mumpelsheim. Dient zur Verbesserung von Knäufen mit Brandschadenseffekten. Gefunden im Schatzkartenverstecken. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Nicht mehr. Dann würde ich sagen, weiter mit dem Boot. Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust. Ich nehme einfach mal hier rum. Obwohl ich es kann. Wir werden wahrscheinlich bloß wieder rauskommen, aber ich wollte halt schauen. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Okay, wo ist nur dieser Wetzstein? Gut. Dahinter könnte es doch mit der Truhe sein, oder? Oh Gott, das ist schon wieder.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir lassen dich. Das Zeug hier einsammeln. Und hier habe ich vorher was leuchten gesehen. Aber erstmal sieht man den Scheiß hier alles. Ist hier noch was? Ne, ist nicht mehr. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, komm rein. Ich sehe gar nichts. Ja, lief mal. Kennt man Herzler, Framor, so kennt man die brutale Geschichte dieser Lande. Vor der großen Flut und vor der Verwüstung lebten die Menschen friedlich in Midgard. Tote blieben tot, Druger waren eine Seltenheit und Sayo-Magie wurde als schändlich angesehen. Die Hestra Farmor pflegen die alten Bräuche. Bei ihnen bemisst sich der Wert eines Mannes an seinem Umgang mit dem Schwert. Stärke, unsere höchste Tugend. Dies sind raue Land und hier ist kein Platz für die Schwachen. Die Starken werden im Land und im Tod obsiegen und zu den Einherr der Valhall gelangen. Die Schwachen werden ein mageres Dasein führen und zu den Unwürdigen in den Tiefen von Helheim kommen. Da waren wir ja schon. Dies ist der Kreislauf des Lebens, bis Ragnarok kommt. Das ist hart. Sie klingen ungefähr so freundlich wie ein Rudel Vulva. Alles klar. So, ist hier noch was? Ist nicht mehr. Oben scheint noch was zu sein. Okay. Ja, der Lichteffekt ist ab und zu ein bisschen blöd, finde ich. Hier gibt es echt viel zu. Okay, jetzt wollte ich aber noch mal schnell was schauen. Und zwar in den Einstellungen. Grafik, Bewegungsunschärfe. Das wollte ich komplett mal rausnehmen. Ich glaube, das ist besser. Bewegungsschärfe mag ich gar nicht. Kommen wir denn da unten in das Tor irgendwie rein? Kann man das anheben? Ich muss auch mal runter gucken, Leute. Okay, dann kommen wir von dieser Seite auch nicht rein. Da muss es hier einen Weg geben. Und den werden wir auch finden, hoffe ich mal. Wieder nochmal runterrennen. Wir wollen ja nichts liegen lassen. Loot! Alles mitnehmen. Hacksilber kann man immer brauchen. Das noch was. Aber hier nichts mehr, oder? Wenn man da oben. Okay, das können wir normalerweise aufschießen. Genau.
eine Spinne jetzt, oder was? Kommen wir denn da rein? Ah, und da ist auch die Kiste, oder? Nee. Komm her, je. Das ist aber nicht die Kiste. Was sind wir denn hier? Die kommen wir aber gar nicht runter, oder? No. Okay, den Loot können wir uns später holen. Ich mache das bloß schon mal alles frei. Ich spiele, wenn ich übersehe, sollen wir doch nicht. Hier können wir hoch. Alles klar, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen, oder? Ja, okay. Dann gehen wir hier weiter. Gut, mein Sohn. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ich schau mal blöden Rahmen, hatte ich ja vorher schon gesagt, weil die übersieht man recht leicht, sag ich mal. Da ist einer. Kescher Schiff untersuchen. Machen wir alles.
Ne, komm ich da rauf? Ah, okay, hier ist eine Brücke. Klar. Ich denke mal, dass hier jetzt gleich Gegner kommen werden. Und da ist, glaube ich, auch die Kiste, was wir vorher gesehen haben. Wir haben nur keine Rage jetzt. Rage. Das ist der Sohn. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Er hat gekämpft, es aber nicht geschafft. Scheint frisch zu sein. Es war Verrat. Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner. Zu seinen Füßen. Der Wettstein. Der Wettstein. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Hey. Okay, hätten wir den. Das habe ich genau gewusst. Dann mal los! Pass auf, Wasser! What the fuck? Okay, mal wieder beleben. Warum nicht? Was ist hier los, Egger? Warum kann ich mich nicht wiederbeleben? Will, muss
muss er sehr nützlich Talisman? Tja, kleiner Herrscher haben ganz schon so gerne mal an. Oh, Stufe 6. What the fuck? Geh mal rein. Sehr schön. Prioritäten, was nicht glänzt, wenn man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als Stufengegenstand benutzen. Springer drauf. Ich wollte jetzt mal irgendwie mal ein bisschen Heilung. Hier ist ein bisschen Heilung. Schauen wir doch hier nochmal. Okay, jetzt ist das hier. Okay, was habe ich jetzt gebracht? Ach so, alles klar. Jetzt kommt er da rein. So, dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ob wir noch ein bisschen was looten können hier. Ein bisschen rumfuchteln. Das war's? Ich dachte, die wären. Reicht doch, Junge, das reicht. Okay, gehen wir hier mal rein. War ich hier schon? Ah, das wird die andere Kiste jetzt sein. Ja, da ist er doch. Ah, somit haben wir den Shortcut geöffnet. Oder? Müsste der Shortcut. Nee. Junge. Hier ist eine Schriftrolle. Sie gehörte dem Sohn. Wow, das nimmt ja gar kein Ende. Vater vergibt mir, von Reue erfüllt. Bedauere meine Taten. Hätte er nachgedacht, bevor er gehandelt hat, müsste er jetzt nichts bereuen, oder? Ja. Vielleicht sollten wir das hier seinem Vater im Lagerraum bringen. Zu Favnius Lagerraum zurückkehren? Nee. Gehen wir hier erstmal weiter. Einen anderen Ausgang finden. Ja, Gold wahrscheinlich. Okay, wie kommen wir hier ran?
Okay, schauen wir hier weiter. Ich wollte die Kiste noch mitnehmen. Warum mal ist der richtige Weg hier? Ah, genau, da ist die Kiste. Mal schauen, ob wir noch ein Grab oder sowas sehen. Ich sehe nichts hier. Kalle. So, darum ist jetzt der richtige Weg hier. Ich sehe etwas im Wasser. Ja, nimm mit, Junge, nimm mit. Zu Sindri. Ich habe eine Frage. Also, ziemlich richtig. Wenn Ymir der erste Riese war, wo kam er dann her? Am Anfang gab es Inuni, die große Leere. Es gab noch keine Welt, nur die Urzeit. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorgingen. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. So, dann können wir die Quest abgeben. Wir haben deinen Wetzstein gefunden. Oh, wunderbar! Diese Flecken sind ungewöhnlich. Die Herrscher haben damit einem ihrer Leute das Gesicht zertrümmert. Oh, wunderbar. Hier, für eure Mühen. Grifte Hessler. Ich muss unbedingt den Wetzstein ausprobieren. Legendär Axtknauf. Geringe Bonusaktivierungschance auf einen Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Abstreiber. Das ist cool. Einen neuen. Den letzten habe ich meinem Bruder. Boah, Stufe 3. Oh, die ziehen uns ganz schön was ab. Aber den können wir vielleicht noch hochballern dann. Tun den mal ran. Und probieren ihn gleich mal. Er hat darauf gespuckt. Zum Einschmieren, hat er gesagt. Dass wir den verbessern. Ich nicht zurück. Boah. Komm, wir bessern ihn mal. Na, da brauchen wir Verderbnisstein. Dann könnten wir den auf 5 machen. Aber den haben wir leider nicht. Okay, dann lassen wir den mal so. Okay, dann lassen wir den. Ein Talisman, was können wir da machen? Drachentränen. Fünfundfünfzigtausend Hacksilber. Okay. Stets zu Diensten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Folge.
eine Quest erfolgreich abgeschlossen und jetzt schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich weiß noch nicht so genau, vielleicht machen wir Nebenquests weiter oder wir folgen der Hauptstory. Schauen wir einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall wieder rein und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein bisschen Support da. Würde ich mich auch sehr, sehr drüber freuen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.